Ja, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind Exportland, Transitland in der Mitte Europas, und unsere Infrastruktur, die ist in der Tat an vielen Ecken und Enden marode. Deswegen ist es richtig, dass wir heute einen Schritt in die richtige Richtung gehen, weil das Problem ist ja der Abruf der Mittel auf allen Gebietskörperschaften, auch beim Bund. Deswegen ist es richtig, Planungsbeschleunigung, der Ruf nach neuen Konjunkturpaketen, der geht an der Sache vorbei. Wir hätten uns noch weitere Schritte gewünscht, sowohl bei den Maßnahmen. Straßenbau fehlt, Moselschleusen wäre wichtig gewesen, aber es fehlt auch das gesamte Thema des Umweltrechts. Die Präklusion war ja Teil des Gesetzgebungsverfahrens, wurde rausgenommen. Das wäre wichtig gewesen, und wir müssen an das Thema ran. Und auch einige Kollegen der Union haben ja in einem 11-Punkte-Papier das aufgeschrieben, wie zum Beispiel der Kollege Ploss. Ja, wir müssen das angehen. Schauen Sie mal zum Brenner. Schauen Sie mal zum Fehmarn-Belt-Tunnel. Die anderen Nachbarn warten ja auf uns. Und wenn wir die Bahnverbindung auch wirklich ausbauen wollen, dann müssen wir das Thema angehen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen der Grünen, was Sie hier angesprochen haben, auch mit der Frage eben, zeigt ganz klar, Sie stehen beim Thema Beschleunigung bei der Bahn auf der Bremse. Und Sie müssten mal beschleunigen. Das wäre wichtig für unser ganzes Land. Die Kleine Anfrage der Bundestagsfraktion zum Thema Zustand der Brücken der FDP hat klar gezeigt, dass die Lage wirklich dramatisch ist an ganz vielen Punkten in Deutschland. Und dafür steht leider sinnbildhaft die Lage in Ludwigshafen, wo die Hochstraße Süd die gesamte Innenstadt lahmlegt. Das ist eine Brücke, die jetzt gesperrt werden musste. Ein Planfeststellungsverfahren nur für den Abriss, dann noch mal eins für den Bau. Das kann wirklich nicht sein. Die Bürgerinnen und Bürger in Ludwigshafen, die leiden. Die BASF, die hatte erst das Niedrigwasser. Jetzt kann die jahrelang nicht richtig angefahren werden. Das soll jetzt ein Stück schneller gehen. 2025, wenn das kommt, was wir heute beschließen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir sind der festen Überzeugung, der Industriestandort Deutschland kann sich das nicht leisten, so lange zu warten. Ja, das ist eine gute Woche für den Verkehr. Deswegen werden wir beiden Gesetzen zustimmen. Aber zur guten Woche, zur Betrachtung der Woche gehört auch dazu, auf den Bundesrechnungshof zu schauen, auch mal die eigenen Fehler aufzuarbeiten, Herr Minister Scheuer. Und wer von einer Hetzkampagne redet, von einer Grün-Gelben, der sollte doch vielleicht im Kopf haben, dass der Bundesrechnungshof keine Vorfeldorganisation von FDP und Grünen ist. Und Herr Minister Scheuer, Ihr Auftritt bei Herrn Lanz, der war wirklich bemerkenswert. Herr Lanz hat ja von albanischen Hütchenspielertricks gesprochen. Kennen Sie Belina Baluku? Das ist die albanische Verkehrsministerin. Der wirft man übrigens nicht vor, Haushaltsrecht, Vergaberecht und Europarecht gebrochen zu haben. Deswegen hat die albanische Regierung zu Recht protestiert. Und auch das Mobilfunknetz in Albanien ist mindestens auf so gutem Niveau wie in Deutschland, wie auch Studien belegt haben. Deswegen, Hütchenspielertricks ist wohl leider angemessen. Albanische Hütchenspielertricks ist wirklich unfair gegenüber Albanien und der Regierung von Albanien.